Was ist neu im Oktober 2022? Von nun an können Schichtaufbauten bei der Definition der Flächendicke als Vorlagen abgespeichert und so an anderer Stelle wiederverwendet werden. Alle abgespeicherten Aufbauten sind dann modellübergreifend verfügbar. Es ist nun auch möglich, das Ausdruckprotokoll auch ins HTML-Format zu exportieren. Somit besteht die Möglichkeit, die Statik auch in anderen Office-Anwendungen, wie Microsoft Word oder Excel, zu öffnen. Im letzten Monat wurden die nationalen Anhänge für Kroatien und Lettland für Eurocode 2 in die Programme aufgenommen. Außerdem ist nun auch das automatische Kombinieren nach der neuesten amerikanischen Norm möglich. Auch bei den Anschlüssen gibt es was Neues. Komponenten kann man von nun an kopieren. So kann man Einstellungen einzelner Teile übernehmen und viel Zeit beim Konfigurieren komplexer Verbindungen sparen. Neu ist auch, dass die Einflüsse aus Imperfektionen auch ohne wirkende Normalkraft bei der Wölkraft-Torsionsanalyse berücksichtigt werden.